So, meine Lieben, ich melde mich wieder aus dem Palast. Wir haben die Prüfung super hinter uns gebracht. Wir haben die Proben für den Auftritt gut hinter uns gebracht. Und eigentlich können wir jetzt ganz entspannt in diesen magischen Abend starten. So, Marie, jetzt sind wir hier im Hof vom Palacio und haben die Prüfung hinter uns gebracht mit viel Erfolg. ¿Te gusta cómo han bailado las niñas? Mucho. Además, se han metido profundamente en el flamenco. Han canalizado toda la maestría que tú les has enseñado. Gracias. Y los conocimientos que tienes. Sie sind in die Tiefe des Flamencos vorgedrungen und haben alles, was sie bei dir gelernt haben, richtig umgesetzt. Ich freue mich, dass auch ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Die Studentinnen haben wunderbar getanzt. Flamenco ist nämlich sehr kompliziert, wie du weißt. Sich in diesem komplexen Tanz auszudrücken und von mir an der richtigen Stelle ein Olé zu bekommen, dafür muss man wirklich gut tanzen. Y ellas lo han conseguido. Gracias. Also wir hatten die Palos zweimal Alegría und einmal Tarantos. Und drei verschiedene Formen der Bulleria ohne Probe, also praktisch aus der Situation heraus. Und selbst die Sänger und Gitarristen waren geflasht, dass die Alemannes das so hingekriegt haben. Und die Mariquilla sagt auch, die códigos zu verstehen ist muy, muy importante. No, los códigos que se encuentran en los códigos y saben cómo funciona. Sí, y la transmisión. Es ist sehr schwierig, die Codes im Flamenco zu verstehen. Aber nur dadurch kann man sich nonverbal ausdrücken. Sí, y que tú dices que nosotros hemos hecho el examen aquí en ese palacio. Ein wahrer Luxus. Ihr seid die Ersten, die diesen magischen Ort einweihen. Es ist das erste Mal, dass so etwas hier stattfindet. Aber hoffentlich ist es nicht das letzte Mal. Also das ist das erste Mal, dass wir das hier in dem Monumento machen, im Palacio. Aber wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal war. Und es ist sehr beeindruckend, die Atmosphäre. Vielleicht waren die Mädels auch deswegen so gut. Ihr hört noch mehr von uns. Bis gleich. So, jetzt ist gleich die Probe für den Auftritt nächste Woche im Tablao in Almuñeca. Und ich kann es noch gar nicht fassen, weil ich gerade zwei Prüfungen hatte. Und bestanden habe. Und die Tarantos, die Mariquilla hat gesagt, die Tarantos sind mein Palo und ja, es gibt immer noch was zu üben und zu verbessern. Ich bin total glücklich. Renate ist die Beste. So, meine Lieben, ich stehe hier mit der berühmten Tatiana Garrido, einer der besten Tänzerinnen Andalusiens. Und wir werden am Freitag, den 11. im Luisiano, Venta Luisiano in Almuñeca tanzen und haben jetzt die Proben, weil die Catedras haben die Ehre als praktisch mit auf der Bühne stehenden, vollwertigen Tänzerinnen zu agieren. Und Tatiana wird jetzt ein paar Worte sagen. Tatiana, guapa mía, tal vez tú puedes decir algo sobre la actuación. Pues vamos a trabajar muy Wir trainieren sehr hart für unseren Auftritt, speziell für diesen, der mit den Cátedra-Studentinnen Corinna und Silke, die heute großartige Prüfungsergebnisse erzielt haben, und unseren Musikern stattfindet. Es ist mir eine Ehre, mit den beiden die Bühne zu teilen am Freitag, den 11.8. Ich bin davon überzeugt, dass es eine magische Nacht gibt. Meine Lieben, es wird eine fantastische Nacht werden und vielleicht werden wir auch von dort euch einen Gruß schicken. Hasta luego! Der erste Tag ist fast vorbei, jedenfalls was mich anbelangt und meine Arbeit. Es fehlen jetzt für heute noch 4 und wir haben in einer Stunde oder in zwei dann unser Abendessen. Danach werden wir in diesem malerischen Innenhof noch ein bisschen Fiesta machen. Und morgen haben wir dann noch die letzten Gäste, die letzten 20 kommen morgen. Und morgen Abend geht's los mit der Eröffnung. Ich glaube, alle sind schon ganz gespannt. Jeder, die gekommen sind, die ihr Zimmer bezogen haben, sind glücklich. Und viele haben mir jetzt gesagt, die Bilder, die ihr gemacht habt, sind toll, aber die geben nicht im Entferntesten wieder, was uns hier wirklich erwartet, die Atmosphäre, und sind ganz beseelt. Und ich freue mich natürlich mit ihnen, dass das denen so gut gefällt wie mir. Wir grüßen euch alle, ihr Daheimgebliebenen, und hoffen, dass wir uns bald wieder gesund wiedersehen und dass ihr viel Freude habt, uns zu folgen. Ciao, ciao.